Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und wir machen hier wieder ein In-Between-Video, nämlich habe ich ein Rezept gepostet bekommen, nämlich eine Speise, die wir zubereiten können, mit ganz außergewöhnlichen Zutaten und einem ganz außergewöhnlichen Effekt, und das habe ich gedacht, muss ich unbedingt hochladen und loswerden. Probieren wir es mal. Wir brauchen dazu eben eine Kochstelle. In Kochtöpfen kannst du Essen zubereiten, das deine Gesundheit wiederherstellt oder andere vorübergehende Effekte hat. Für jedes Rezept sind bestimmte kulinarische Zutaten notwendig, die du im ganz Himmelsrand findest. Jawohl. Essen. Wir machen das Elsewehr-Fondue. Ihr seht, Magica regeneriert sich 720 Sekunden lang 25% schneller. Magica wird für 27 Sekunden um 100 Punkte erhöht. Das ist das Beste, was es zu machen gibt. Möchtest du diesen Gegenstand herstellen? Vorerst nein, ich zeige euch zuerst einmal, brauche ich gar nicht zeigen, da unten steht es ja eh. Erfordert ein normal herkömmliches Bier. Das gibt es in jeder Schenke zu kaufen. Mondzucker ist was ganz Besonderes. Das finden wir nur. Ich glaube, das können wir fast nicht kaufen. Wenn, dann nur bei den Alchemisten. Und das Eidarer Käserad. Ja. Es gibt die Eidarer Käsestücke, Schnitten. Aber die ganzen Räder kann man nämlich nirgends kaufen. Die muss man finden. Und deswegen ist das so was Besonderes. Mondzucker und das Käserad gibt es ganz selten, aber der Effekt, ja, 720 Sekunden, das sind 12 Minuten lang, Leute, das ist für einen Bosskampf gedacht, und deswegen denke ich, ja, muss ich das einfach hier mal zubereiten. Elsweier Fondue hinzugefügt, harte Arbeit, seht ihr, und wir schauen uns das gleich an. Im Inventar, und wo auch das immer steht, ich weiß es ja noch nicht. So, Essen gibt's da. Altowein und Elsweer Fondue, ja genau. Magica regeneriert sich 27, also 12 Minuten lang 25% schneller. Und um 100 Punkte wird sie auch 12 Minuten lang erhöht. Ja, danke für diesen Post, Leute. Ich finde es extrem cool, weil selbst das rauszufinden ist, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit. So, wir sind da in Between und noch bei der Quest mit den Gefährten. Wir werden das nächste Mal noch ein Video hochladen zur Statusmeldung, was inzwischen geschah. Nämlich einiges, ihr seht ja, andere Rüstung, unser Elf sieht auch ganz anders aus, und das werde ich euch beim nächsten Video erklären, und dann geht es weiter mit der Questreihe. Leute, ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ihr Spaß hattet und am Laufenden bleiben wollt, macht einfach ein Abo, und wenn nicht, dann sagt es nicht weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, euer Koch Toso, Tosita und unser Elf Feendal. Ciao, Leute.